Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Golian Offline und für diesen müssen wir Oryphrion in der Spitze des Aufstiegs auf den Schwierigkeitsgrad Mythisch bezwingen, nachdem wir alle drei zerschmetterten Verwüste aktiviert und zerstört haben. Und wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir werden jetzt alle als allererstes einmal einen Trash töten und dann den Boss pullen und zwar hier einmal nach rechts rüber und ihr seht schon, hier ist so ein deaktivierter Roboter und das ist dieser Goliath und da ziehen wir jetzt unsere Orbs rein und am besten die Orbs so ein bisschen hinter den Mob legen, denn diese Orbs müssen dann später diese Goliaths aktivieren und zwar muss der Boss hier einmal seine Energie verschießen, also die 100 Energie, die er hatte, einmal voll verschießen und danach saugt er nämlich die Kugeln zu sich ran, um wieder Energie aufzuladen. Und eine von diesen Kugeln muss jetzt quasi durch diesen Goliath durchfliegen und sobald das passiert, wird er aktiviert und wir können ihn einfach ganz normal umklopfen. Das müssen wir jetzt dann auch dreimal hintereinander wiederholen. Die anderen beiden Goliathe, die dann auf der anderen Seite sind, also auf der linken Seite, die kann man theoretisch gleichzeitig aktivieren. Den einen hier, den macht man am besten dann einzeln. Also sonst spielt man den Encounter ganz normal. Und ihr seht schon, jetzt fliegen diese Kugeln und eine Kugel ist so hindurch geflogen, dann kommt er raus. Sonderlich viel Leben hat er nicht, der kann auch nicht viel. Den klopfen wir dann einfach um. Und sobald wir das gemacht haben, haben wir dementsprechend den ersten. So, jetzt laufen wir ganz auf die andere Seite rüber. Und zwar stehen da die anderen beiden und ihr seht schon, hier haben wir einen vorne rechts und dann noch einen ganz, ganz hinten, da wo man am Eingang reinkommt. Deswegen seht ihr schon, warum man hier am besten den kompletten Trash wegmacht. Einfach, weil doch man den ganzen Platz hier braucht. Ne? Wenn ihr ein bisschen Trash stehen lässt, dann wird es halt eklig, dann müsst ihr den halt im Kampf zusätzlich machen. So, wir haben es jetzt schon so gemacht, dass die Leute sich verteilt haben. Und wir beide gleichzeitig aktivieren können, haben die Orbs hinter die Mobs gelegt, wie ihr hier seht. Und jetzt müssen wir einfach nur noch den Encounter ganz normal runterspielen, bis er dementsprechend wieder 0 Energie hat. Und sobald er 0 Energie hat, wird er wieder seine Orbs ranziehen und dann können wir die letzten beiden einmal aktivieren. Ein bisschen schwierig, die dann zu tanken als Tank, aber wie gesagt, die haben nicht sonderlich viel Leben und hier im Mythic Plus 0, wenn er es da macht, sollten die auch nicht sonderlich viel reinhauen, also ist es nicht das große Problem, die zu machen. So ein kleiner Tipp am Rande, vielleicht macht ihr es so wie wir hier, wir haben jetzt einfach mal keinen Schaden auf den Boss gemacht, schlichtweg, weil der einfach auch nicht so viel Life hat und es dauert hier schon ein bisschen, bis dementsprechend das komplette, bis er komplett zweimal durchgecastet hat. Das kann auch sein, dass ihr vielleicht dreimal machen müsst oder ihr es vielleicht auch einmal verkackt habt und dann dementsprechend noch ein Problem kriegt, dass ihr quasi eine Runde mehr machen müsst. Also da lieber Damage-Stop komplett machen und den Boss dann danach runterklopfen. Bei uns hat das jetzt hier geklappt. Wir haben dreimal die Dinger aktiviert und dementsprechend auch getötet. Jetzt können wir den Boss runterklopfen und dann ploppt da auch schon das Achievement auf. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.